Firma Lobmeier, da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wenn wir sozusagen historisch Kultur bewerten, werden ja immer besonders feine Handwerksfähigkeiten mit Hochkultur verbunden. Also wenn wir irgendwo eine hohe Kultur in der Geschichte gefunden haben, haben wir immer von Hochkultur gesprochen. Dann habe ich mir manchmal so gesagt, ja, was heißt das denn eigentlich jetzt für unsere eigene Zeit? Und wir werden wahrscheinlich in die Geschichte als Müllkultur eingehen, weil keine Zeit der Welt hat so viel Müll hinterlassen wie wir. Und man wird dann graben und graben und wird nach Scherben suchen und wird so dicke Ikea-Gläser finden und so fettes Pressglas. Und dann hat man so ein Glas in der Hand und hofft, dass ein Archäologe irgendwo auch ein Lobmeier-Glas findet, dann vielleicht in einem Schweriner, in einer Schweriner Schicht und sagt, nee, guck mal hier. Die waren doch, das war eine Hochkultur. Die hatten so zarte Gläser. Und wenn wir die nicht kaufen, dann haben wir die Kultur auch nicht mehr. Und dann sind wir auch nicht mehr Teil einer Hochkultur. In dem Moment, wo man so ein Glas benutzt, so, dann teilt sich das jeden Tag einem mit in seiner Qualität. Meine Mutter, die hatte sozusagen ein paar Sachen sich davon in ihren Haushalt geholt und musste dann zum Ende ihres Lebens immer wieder ihren Haushalt verkleinern. Und so ein Wasserglas mit Deckel, das war dann so das Letzte, was sie immer mitgenommen hat. Wenn Leute Wohnungen aufgeben, sich verkleinern, so, dann werden ja so Entscheidungen getroffen. Und dann sind es ja nicht mehr die Entscheidungen, die man beim Kauf hatte, sondern dann sind es ja die Entscheidungen, die man in der Nutzung erlebt.